Willkommen zu Final Fantasy 14, Edens Erwachen, Auferstehung, E1 normal, im Herzen von Eden, im Kampf gegen Eden Prime. Wie herrlich sieht der, das sieht doch voll eklig aus, egal. Mit mir dabei sind natürlich wieder meine Freunde aus der Freien Gesellschaft, Schild Eorzeas, die persönliche Heilermieze Aya, Kiki, Luna und Crosshand. Und ja, es gibt nicht viel zu sagen, außer gib ihm aufs Maul. So, einmal kurz ein Ready-Check für alle. Wir brauchen hier keine Marks, das ist der Normal-Mode. Im Endeffekt heißt es hier eigentlich hauptsächlich nur AOEs ausweichen. Ich war hier schon länger nicht mehr drin. Ich hoffe, dass ich das immer noch alles hinbekomme, euch so parallel zu erklären, was hier eigentlich gerade abläuft. Aber ich denke mal, das wird schon. So. Und Gogo Gadgetto Pala. Also der Boss fängt an mit einem Tankbuster. Das ist ja interessant. Das, also Paradiesspeer ist der Tankbuster. Ich war nur gerade sehr begeistert, weil ich war eigentlich der Meinung, dass er mit Gruppenschaden anfängt. Der kommt nämlich jetzt. Und jetzt muss ich überlegen. Ah, gut. Die DDs kriegen AOEs, die müssen sie wegbringen. Und legen dabei solche Voids ab. Und sterben dabei. Wenn man reinläuft. Oder drin stehen bleibt. Völlig normal. So, gleich müssen wir. Jetzt kommt ein Tanklaser. Jetzt sollten die DDs nicht vor den Tanks stehen. Oder auch die Heiler natürlich nicht. Naja, alles gut. Und nochmal ein Tankbuster, weil es so schön war. Ausgezeichnet. So, genau. Der Boss bewegt sich jetzt in eine Richtung. Da muss man natürlich schnell hinterher, weil er jetzt die gesamte Arena einmal kurz lasert. Was wir gleich sehen werden. Rums. Und springt dann aber auch direkt in die Mitte wieder zurück. Normalerweise, ja, geht doch. Und yay, Delta Attack. Ist ziemlich niedlich. Boah, da prügeln sich schon wieder zwei um einen Platz. Das war so ein bisschen Gewohnheit bei mir. Das war im, als der Raid Content hier aktuell war, so die Stelle, an der ich immer gestanden habe. Deswegen war das so normal. Diese Kugeln sind relativ uninteressant. Hier heißt es einfach AOEs ausweichen. Im Extreme Mode müsste man die jetzt halt eben irgendwie. Müsste man die eigentlich vernünftig ablegen und so weiter. Hinterher, irgendwie wollte mein Charge gerade nicht. Keine Ahnung warum. Auch hier sollte man ein bisschen aufpassen, nicht zu früh los. Ah fuck, ich stehe noch drin. Dammit. Ich dachte, ich hätte die AOE schon gemacht. Egal. So, Dimensionsverschiebung, jetzt wird's lustig, weil jetzt kommen nämlich gleich ein paar Ads. Deswegen lasse ich das jetzt mal mit Verwegenheit und warte. Wir gehen jetzt erstmal in den Süden. Aus dem Grund, die Ads kommen mit einer größeren AOE. Dafür gibt's dann halt eben auch nochmal ein bisschen Protection von meiner Seite. Und ich nehme den ab. Oh, Junge, echt jetzt? Na gut, dann nehme ich den da. Das war gerade noch rechtzeitig, weil er nämlich gerade einen Tankbuster in die Gruppe gesetzt hätte sonst. Hätte. Hat er nicht. Achso, ja gut, okay, okay. Der andere hat ihn gerade, hat den in die Gruppe cleaven lassen. Sehr gut. Einmal mit Profis. Und damit ist die Aktion ja auch schon geregelt. Alles ist gut, wir laufen in die Mitte, um uns ein bisschen hochzuhalten. Wie steht der DPS gerade? Okay, alles klar.
Er ist entweder minimal besser oder minimal schlechter als ich. Interessiert mich nur deswegen, weil ich hier normalerweise eigentlich ein ziemlich guter Uptime hatte eine Zeit lang. Zumindest im Savage Mode, muss man dazu sagen. Die normalen Modes, die passt man ja in der Regel nicht so gerne, weil das ja eben nur so. Wir müssen hier durch ist. Genauso ist es für uns auch, wir müssen hier einfach durch. So, gibt nochmal ein Schild auch von mir. Und wieder einmal Tank Laser. Und dann ist auch schon wieder alles gut. Nochmal ein Tankbuster auf mich. Das Lustige ist, dass die Tankbuster doch ziemlich reinklatschen können, wenn man nicht vernünftig geschildert ist. Also selbst normal. Das war schon ein bisschen erschreckend. Aber das geht voll steil hier. Ich bin mal gespannt. Ich lasse den jetzt einfach hier, bis er zurückspringt. So, und dann springe ich nämlich hinterher. Ah, und wieder eine Delta Attack. Das ist ziemlich lustig, dass die Delta Attack hier so, ja, relativ simpel ist. Im Extreme Mode gibt es zwei verschiedene Delta Attacks. Aber, na gut, Gruppenschaden. Und die Kügelchen. Im Grunde würde er jetzt nur noch ein und dasselbe machen. Also die Ad-Phase ist durch und das macht die ganze Sache im Normal Mode auf jeden Fall unglaublich niedlich. Oh fuck. Ich nehme jetzt einfach mal alle Laser mit. Schön gemacht, Koteng. Einmal kurz den Safe Spot kaputt machen. Aber egal, geschafft. So einfach kann es gehen. Und Eden. Der erste Eden-Teil ist damit geschafft. Gear brauchen wir hier raus nicht. Dafür haben wir ausreichend Kram schon gesammelt. Nein, und ich krieg einfach alles, ihr Schweine! Ich will das doch gar nicht. Na gut, okay. Wie dem auch sei. Ich gehe hier raus und es geht weiter mit der Quest. Das spammt mein Inventar nur zu. Das ärgert mich immer total, wenn mein Inventar zugemüllt wird. Weil dann kommt so etwas, dass ich irgendwie in einen random Expert-Inhalt gehe und keinen Platz mehr für irgendwelche Totems oder so habe, wie bei Ruby oder solche Sachen. Na gut, weiter geht's. Anscheinend war Tankrits Vermutung richtig, dass es dort eine Art Wächter gab. Zum Glück bist du gut damit klargekommen. Ja, komischerweise waren da so 7 andere Dudes, die mir dabei geholfen haben. Ganz seltsame Geschichte. Ich bin froh, dass du kein Licht absorbiert hast. So weit, so gut. Nun, da der Weg frei ist, kann Orion G's Miniatur iteriert uns jederzeit zum Herzen und wieder zurückschicken. Warum probieren wir es nicht mal aus? Finde ich auch. Lass mal rübergehen. Lass mal gucken, was das Ding hier macht. So, da sind wir ja auch schon. Das ist ja interessant hier drin. Sobald Orion G das Gerät aktiviert hat, bin ich an der Reihe. Schön. Oh, und wir kriegen ganz schön viel Materie hinterher geschmissen. Ich nehme die Directed Materia mit. Es ist an der Zeit, Rine. Bitte pass auf mich auf, Minfilia.
Was soll das? Soll das so sein? Eden versucht sich vehement zu wehren. Nicht jetzt. Nicht, wo ich so kurz davor stehe. Orianger! Ich bin unverletzt, aber was ist mit Rine? Nein, du gehorchst mir! Rine, sei vorsichtig! Oh je, Eden ist jetzt am Fliegen, aber das hat nichts zu bedeuten. Es hat funktioniert. Ich habe jetzt die Kontrolle, glaube ich zumindest. Auch wenn es, wenn ich jetzt mit Eden verbunden bin, muss ich noch immer herausfinden, wie ich ihm Befehle erteilen kann. Was war denn bitte der Grund für die plötzliche Erschütterung? Das muss passiert sein, als Eden sich in die Luft erhoben hat. Ich kämpfe noch immer damit, es davon abzuhalten, zu weit vom Lager abzutreiben. Erwarte nicht zu viel von dir. Du brauchst doch noch Rene, was ist los? Es ist über uns. Da ist etwas auf dem Weg. Ein Feind. Über uns? In der Luft, meinst du? Könnte es ein Sündenvertilger sein? Ich kann es nicht klar erkennen, aber... Nein, das ist unmöglich. Sag schon, was ist es? Es sind mehrere. Einige sind schon ins Innere vorgedrungen. Sie versuchen, das Herz zu erreichen. Ungebetene Gäste, wie? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier erstmal Staub gewischt. Späße sind echt ein schwacher Ersatz für eine praktikable Strategie. Solche Kommentare ebenfalls. Also schlage ich vor, dass du und ich uns um die Eindringlinge kümmern. Dann kann Dufte unsere fliegenden Freunde willkommen heißen. Rine, kannst du etwas von hier aus unterstützen? Ich könnte die Ätherströme nutzen, um euch dorthin zu schicken, wo ihr hin müsst. Gute Idee. Alles klar. Dann wollen wir mal an die Arbeit. Soweit ich das sehe, ist Eden in der Lage, einfache Strukturen durch die Umleitung von Äther zu formen. Also werde ich versuchen, dir etwas zu bilden, auf dem du stehen kannst. Wenn du bereit bist, begib dich zu dem Portal dort oben. Drüben. Wo auch immer. Das Portal da hinten. Edens Erwachen ist nun zugänglich. Der zweite Teil der Eden Oktalogie. Aktuelle Oktalogie. Es wird im Endeffekt eine Dodekalogie sein. Aber wie auch immer. Wir sind ja zum Glück schon mit unseren Freunden hier. Und das bedeutet, ich stelle schon mal die Bereitschaftsanfrage. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Final Fantasy XIV im zweiten Eden-Teil. Bis später!